Hallo, damit. Wo bin ich denn? Hallo? Hallo. Guck, guck. Wo? Oh, was ist hier passiert? So, warte mal. Ey, da kriegt er. Gehen wir mal ein Stückchen zurück. So, also, jetzt bin ich wieder da. Sorry. Hallo. Da bin ich. Also. Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Herrn gleich. So, ja, also, was ist denn da heute los? So, also wir gucken jetzt mal hier rein in den Daily Item Shop und jetzt gucke ich da hin und dann sehe ich nicht das großartig angepriesene Item für heute. Wir haben den Halloween Shop und wo ist er? Der Ghoul Trooper. Nirgends zu sehen. Also hier ist er auf jeden Fall schon mal nicht. Haben sie alle erzählt, der Ghoul Trooper kommt heute, der Ghoul Trooper kommt heute. Wo ist er dann, der Ghoul Trooper? Nirgends ist er, der Ghoul Trooper. Ich suche ihn hier. Wo? Oh, da ist er nicht, da ist er nicht, da ist er nicht, da ist er nicht. Nirgends. So, dafür haben wir den tollen Pikabu. Juhu, da freue ich mich riesig. Und jeder, der weiß, was ich damals gesagt habe, als ich das Ding das erste Mal gesehen habe, weiß, das war Sarkasmus. Ich finde, der sieht scheiße aus und so sieht er noch bescheißenerer aus. So, da gibt es den. Leute, sorry, aber das ist grausam. Also viel schlimmer als das Ding geht es tatsächlich nicht mehr. Doch, nö. Also, oh, vielleicht. Ja, ich mag das Ding überhaupt nicht, den Pikabu. Gucken wir mal rein, wie sind denn eigentlich eure Bewertungen gewesen? 3,82 von 5 bei 17 Votes. Am 31. Oktober ist das letzte Mal drin gewesen. Am 23. September 2018 das erste Mal. 57 Reminders gesetzt. Ich mag ihn nicht. Ich gebe 4 von 10. Ich finde den echt gräuselig. So, und dann haben wir hier die Pig Squeak. Oh mein Gott. Ja, ist schon witzig, muss ich ehrlich sagen. Ist schon relativ witzig, aber oh mein Gott. Auch 4 von 10. Heute wird es lauter 4er. Naja, komm. Naja, 4 von 10. Ich mag. Ist schon ganz witzig, aber. Kann mich auch erinnern, als der Herr sofort mit solchen Dingern mal früher um sich gekloppt hat. Da ging. Oh, nee, 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 nee. Raubt dir den letzten Nerv. So, ab einem gewissen Alter mag man das nicht mehr so unbedingt hören. Da ist so. Also 4,25 von 5 bei 20 Votes, 52 Reminders gesetzt. Am 4. März 2018 das erste Mal drin gewesen. Ersatzweise jetzt für den Herrn sofort kann ich sagen, ihm gefällt die auch und er hätte 7 von 10 draufgegeben. Das weiß ich. So. Dafür hätten andere Skins deutlich viel schlechtere Noten noch kassiert als das, was ich hier mache. Der Night Knight, auch der. Also heute ist der Shop des üblen Geschmacks. Der Night Knight, auch der. Dem gebe ich 5 von 10. 4,29 von 5 bei 24 Votes. Alter, war der 69 Reminders am 23. September 2018 das erste Mal drin gewesen. Ihr mögt den, ich mag ihn nicht. Ich finde ihn schrecklich. Also, dann haben wir hier diese Carver-Picke. Ah, auch nicht so der Brüller, finde ich. 5 von 10. Was haben wir da momentan? 3,25 von 5 bei 8 Votes nur am 14. Oktober 2018 das erste Mal released. Oh. Und als nächstes haben wir hier den und den Fehler haben sie nach wie vor nicht gefixt. Epic
Epic Games. Epic outfit is not working really. Look at this. I cannot zoom in here. Es war auch schon das letzte Mal so gewesen bei dem Ding. Kannst nicht reinzoomen. Ein bisschen schade. Der Hollow Head. Ja, ist jetzt nicht der Oberbrüller, ist aber auch nicht mega schlecht, sag ich mal. Ich 5 von 10 für den Hollow Head. Und wie sind da die Noten? 3,31 von 5 bei 26 Votes. Eigentlich könnte ich fast durch den kompletten Shop durch 5 von 10 geben. Also wirklich ist es. Also heute ist enttäuschend, finde ich. 14. Oktober 2018 das erste Mal drin gewesen. 90 Reminders für das Ding hier. So, und dann sind wir da auch schon durch. Dann haben wir den Jack Gordon. Oh Gott. 2 von 10. Ich weiß, da geht es jetzt ganz weit auseinander. Das Ding ist mega beliebt. Warum auch immer. Gesehen habe ich ihn, glaube ich, bis jetzt nur ein einziges Mal auf dem Schlachtfeld. 4,19 von 5 bei 16 Votes am 20. Oktober 2018. Das erste Mal drin gewesen. 244 Reminders für das pottenhässliche Ding. So, dafür haben wir jetzt einen neuen Emote. Und den finde ich gar nicht mal. Ja. Gucken wir uns das Ding mal an. Wisst ihr, wenn das wenigstens so ein Ding gewesen wäre, so wie damals bei dem Praise the Tomato, wo er das Ding hochhält und es ihm dann ins Gesicht klatscht. Bei dem Juggling hätte ich das jetzt auch nicht so schlecht gefunden, wenn das dann irgendwann abgebrochen wäre und ihm da die Tomaten ins Gesicht gefallen wären. Das ist nicht passiert, wie man sieht. Und ich finde ihn jetzt nicht mega geil, ich finde ihn auch nicht total schlecht. Auch da wiederum gebe ich dem Ding 5 von 10. Das wird heute meine Standardnote. Hier 4,5 von 5 bei 2 Votes. Es sind schon 2 Votes da. So, dann haben wir den Bunny Moon. Ja, finde ich 6 von 10 das Ding, ja. Und da sind wir aktuell bei 3,19 von 5 bei 16 Votes, 28. Oktober 2018, das erste Mal drin gewesen. So, jetzt haben wir natürlich, das ist das halt, was am geilsten ist, hier heute der Reaper, oder die Reaper Picke. Ich weiß, da gibt es einige Streamer, die sind mega enttäuscht, dass der Reaper jetzt auch drin ist im Shop oder so oft jetzt schon vorgekommen ist und dadurch immer mehr an Seltenheit verliert. Nach wie vor der Reaper echt cool und der kriegt von mir immerhin 7 von 10. Weiß nicht, ob ich das letzte Mal, glaube ich, sogar 8 von 10 gegeben. Ich bin mir jetzt nicht sogar, also irgendwo so zwischen 7 und 8. So, und da haben wir 4,69 von 5 bei 62 Votes am 31. Oktober 2017. Das erste Mal rausgekommen. Und das ist halt sensationell. 1104 Reminders dafür gesetzt worden. Das zeigt, wie hoch das Interesse an dem Reaper ist. Das Ding ist schon echt der Knüller. Der Herr Sofort rennt ja damit auch immer rum. Und ja, das ist schon cool. Dann haben wir hier als nächstes den Brainiac. Er ist nicht geil. Er ist ja halt auch wieder so ein Ding. Da gebe ich halt 5 von 10 drauf.
Dann gucken wir mal beim Brainiac, wie sieht's denn da aus? 3,71 von 5 bei 17 Votes. Am 26. Oktober 2018 das erste Mal drin gewesen. 26 Reminders gesetzt. So, und als allerletztes haben wir den Patch Patroller. Der sieht halt auch echt. Dem gebe ich trotz allem. Also da hier mit dem Kürbis. Tote, dem gekillte Kürbis. Dem Ding gebe ich 7, 6 von 10. Und dann gucken wir mal, wie sieht es denn aus beim Patch Patroller. 3,6 von 5 bei 5 Votes. 29. Oktober 2018 das erste Mal drin gewesen. Ja. So. 23 Reminders. Also war ja gestern das erste Mal drin. Ja, was lässt sich über den heutigen Shop sagen? Herr Sofort und ich waren beide der gleichen Meinung. Wir sind mega enttäuscht für also das Halloween. Der Halloween Event Shop ist nicht wirklich der Oberbrüller. Das Ding ist, naja. Wir haben mehr erwartet davon. Also jetzt der Herr Sofort hat halt tatsächlich diesen Ghoul Trooper erwartet. Er wurde ja auch, wie gesagt, so großartig von anderen Streamern angepriesen. Der kommt, der kommt. Nichts ist gekommen. Ich hatte erwartet oder gehofft, dass dieser Torero Skin da reinkommt, den ich geleakt habe. Den finde ich persönlich zum Beispiel richtig geil, muss ich ehrlich sagen. Und das hätte ich cool gefunden. Aber davon ist halt jetzt hier herzlich wenig zu sehen. Und ja, was soll ich dazu sagen? Ich finde den Shop nicht so toll heute. Kann ja deutlich auseinandergehen zu eurer Meinung. Könnt ihr auch gerne mal reinschreiben in die Kommentare. Ich lese die immer gerne, wisst ihr ja. Bin immer gespannt drauf. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal ein Like da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Läutet die Glocke, um über neue Videos informiert zu werden und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Herrn Gleich, oder Fortnite Action mit dem Herrn Sofort. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.